Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sanno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde ja, Lego Jurassic World. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los, wir steigen ein in The Zug. Zack. Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Nee, ich will nichts Neues wissen. Warum ist das Bild so komisch? Wisst ihr, was ich meine? Also hier so schwarz am Rand. Ah, jetzt ist es weg. Okay. Jurassic World. Ich glaube, ich habe das schon mal aufgenommen gehabt. Also wie ich hier reinfahre, aber ich mache es einfach jetzt nochmal. Er weint wegen seinen Würstchen. Oh, das klingelt. Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Ach, das ist... Ah, ich weiß, wer das ist. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, dann viel Spaß. Und pass gut auf sie auf, ja? Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein. Okay. Der Penta ist. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Ach, das ist der die ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Der Penta schon wieder in den Hintergrund. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier, Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Und er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ah, jetzt bleiben sie wieder. Ich will, dass sie ihn herbringen. Was wir hier machen müssen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Oh, Mist. Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Da hat er gerade. Da hat er gerade einen Dingens gehabt. Eine Brechstange. Was? Oh, Mist. Das ist der, der sich so verklemmen kann, ne? Es steckt in den Zweigen fest. Oh Mann. Schon gut, ich klettere darauf und schneide es los. Wenn ich etwas zum Klettern finde. Zack, zack, zack. So, der Kollege hier muss was bauen. So, Leute, in diesem Video erzähle ich euch was von Boss, also da, wo ich arbeiten werde. ich habe da einen Probetag am Samstag. Ja. Also bin da praktisch von 8 bis 13 Uhr, glaube ich. Achso, das ist nicht mehr. Und tu da erstmal so ein bisschen gucken. Wäre zu schade, wenn deine Tierchen ihr Herrchen verlieren. Wie es denn so mir gefällt, sag ich mal. Ja, und dann, wie geht's dann los, ne? Arbeitskleidung und so, kriege ich dann alles, liegt da alles bereit, haben sie gesagt. Oder hat er gesagt, und ja, mal gucken, wie es dann wird, ne? Ach, das hat mir noch gefehlt. Komm schon, Owen. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. Okay, so. Zack. Ey. Sorry, Leute, weiter geht's. Das Schwein muss noch da oben. Ich hab's verstanden. Das kann nur der Kollege hier mit der Waffe natürlich.
So. Hey, wo führt mich dieses Ding hin? Zum A. Zum Po der Welt. Meint ihr natürlich. So, geschafft. Warum ist dieses Schwein? Wo kommt das Schwein her? Ist das da reingeführt schon? Haha, hab ich dich! Hier war ein kleines Schweinchen. Das sieht so dumm aus. Nein, das wird jetzt gefressen. Werden Sie jetzt die Velociraptoren auf uns setzen, Sir? Alles klar. Wir haben einfach gerade das Schwein weggeschleudert. Wieder kaputt machen. Okay. Bevor ich da hochgehe, nehme ich hier alles. Gut. Mann. So. Denn man will ja hier auch alles. Sag ich mal gut machen. Ja Leute, also ich weiß auf jeden Fall, wie viel Geld ich pro Stunde kriege. Das werde ich aber natürlich nicht sagen, weil über Geld spricht man nicht. Moin. Erstmal gerade eine Nackenschelle gegeben. Perfekt. Was ich auf jeden Fall sagen wollte ist. Ja, ich denke mal, das ist gutes Geld auf jeden Fall. Ja. Es ist deutlich viel, sag ich mal so. Mal sehen, wie viel es jetzt dann halt wirklich im Monat wird. Weil ich weiß ja jetzt nur, wie viel Geld praktisch ich pro Stunde kriege. Da müsste ich dann praktisch einfach nur ausrechnen, merke ich gerade. Ich glaube, das mache ich mal, weil dann weiß ich ja ungefähr, wie viel ich kriege. Ja. Und so, ich darf ja sowieso nicht mehr als das, was vorgegeben ist für Leute, die noch untergedingst sind. Komme ich da jetzt nicht dran oder was? Das ist ja blöd. Egal. Also es ist ja sowieso für Leute, die unter 18 sind, ja festgelegt, wie viel man da verdienen darf. Von daher wird es auf jeden Fall nicht höher als eine bestimmte Summe. Sag ich mal so, ne? Aber es ist natürlich schon deutlich mehr. Was ich auf jeden Fall gut finde. Meiner Meinung nach. Ich finde es auch cool, dass es so Möglichkeiten gibt, ne? Erstens sparen praktisch die Leute daran, einfach mehr Geld zu bezahlen, weil die Leute, die halt da wirklich halt über 18 sind, kriegen halt Mindestlohn, sage ich mal. Also Mindeststundenlohn. Und die müssen dann natürlich viel mehr bezahlen als jetzt bei den Jugendlichen, sag ich mal. Von daher ist es für die eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, wir müssen jetzt aber nach da oben. Weil ich habe jetzt hier alles weggemacht. Wo warst denn du, Kollege? Jo, was ist das für eine Waffe? Boah, ich hab den noch gar nicht gesehen. Wechsel mal hinten wieder rein. Kann ich das hier kaputt machen? Nee. Warum du jetzt anfangen zu hängen, Steven? Egal. So. Zack, moin, Kollege. Okay, zack, zack, zack.
die sind da einfach drauf gespawnt. Was ist mit der Ausrüstung passiert? Was soll ich denn jetzt hier machen? Da oben ist irgendwas zum Runterziehen, mache ich aber gleich. Wissen Sie noch, wie das geht? So, jetzt hier erstmal alles ab. So. Bam, bam, bam. Okay, so. Was soll ich denn hier machen? Okay. Ich mach das jetzt hier kaputt, ja. Zack. Dann auf der anderen Seite einmal. Zack. Und dann mal hier. So, zack. Jetzt kann ich hier irgendwas wieder bauen, wo ich es gerade abgerissen habe. Ist ja sehr interessant. Oh ja, so ist's besser. Wir haben es vorhin schon probiert, aber da sah es mehr nach einer Schaufel. Okay, was soll ich jetzt machen? Barry, ihr braucht Strom. Kann ich dir behilflich sein? Nur ein, wie das kann Elektroziele aktivieren. Okay. Und los geht's! Ah, läuft also Elektro-Dings runter. Und macht die Gehege auf. Ah, und jetzt sind die da drin. Junge. Ach, ich kann die steuern. Oha. Ich bin ein Raptor. So, jetzt muss ich hin noch kurz. So, jetzt muss ich wieder nach da oben. So. Dann einmal du, Kollege. So, und einmal du. Zack. Ach, wir helfen denen. Jetzt können die raus, oder wie? Junge. Junge. Wieder rauslaufen. Oh nein, das Schwein. Verfolgen die jetzt dieses Schwein oder was? Okay. Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch im Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Snake.